zu einem Podcast, Kevin. Ich bin's, Marvin. Und heute ein neues Horrorgame. Und zwar Massacre at the Mirage, Leute. Ein Horrorgame im Kino. Hatten wir noch nie? Ja, Mann. Die Location hat echt. Ja, Mann. Hier ist schon irgendein Killer-Clown, Alter. Ja, Mann. Ey, der sieht aus wie so ein bestimmter Clown aus einem Horrorfilm. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Ja, sehr creepy. Es gibt so einen richtig creepy Clown, aber ich weiß nicht. Der war richtig krank. Ich habe noch nie einen Film davon gesehen, aber. Yes, das ist jetzt eine Demo. Ist aber eine Demo? Genau, vor allem Daumen hoch, wenn wir die Vollversion dann spielen, genau. Wenn die draußen ist. Wie ein rein Boom. In die Masse. Let's go, let's go, let's go. Halloween. Halloween. Oh. 1988. Just outside the marriage. Heißt Marriage Kino? Oh, wir sind am Smoken. I can't believe I'm stuck working on ich kann es nicht glauben, dass ich Halloween Nacht arbeiten muss. Was ein Shit. Shit, man. Shit. Erstmal darauf eine quarzen. Jo. Lass es sein. Vielen Dank für den Support. Fetten Dank. Der Chat ist wieder lila. Ja, Mann. Vielen Dank, Bruder. Crazy, Mann. Okay, ich weiß nicht, warum Phil es liebt, alte schwarze und weiße Mitternachtsfilme jeden Oktober. Oh, er will den Wald. Schwarz-Weiß-Filme mag er anscheinend. Boah, Digga. Sie rauchen einfach Shisha gefühlt. I'm glad Ben will be here. Okay, wenigstens arbeite ich alleine. Zum Glück. Achso, wenigstens arbeite ich nicht alleine, ich wollte schon sagen. Ben ist hier und leistet mir Gesellschaft. Well, I better head inside. Okay, ich gehe lieber rein. Die Türen machen gleich auf. Okay, 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 okay. Schön, einige Quarz hier. Oh, was haben wir da wieder? Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, bist du hier am Start, auf jeden Fall. Pedro Vance. Hey Ben. Nika, Ben, ne? Box office tonight. Er arbeitet in der Box, Bruder. Wie, das ist so cringe eigentlich, wenn man in so einer Box vor dem Kino arbeitet, in so einer Scheibe. Was ist das halt? Also ein bisschen komisch. Ben, ja. Yeah. Yeah. Who knows what kind of ghosts and wer weiß, was für Geister und Ghule hier umherschlendern heute Nacht. Right? Who wants to watch an old black and white movie on Halloween night anyway? Wer will Schwarz-Weiß-Filme an Halloween gucken? I know I would rather be out partying right now. Ich wäre lieber Partyfeier. Phil loves these late night shows. Phil liebt diese nächtlichen Shows. Er ist der Boss. Also sind wir hier. I just wish we weren't so short-staffed. Okay. It can get kind of hectic. Ich wünschte nur, wir wären nicht so so wenige Leute. Es wird manchmal sehr hektisch. Speaking of which, wenn du schon drüber redest, Phil braucht. Before we open for the night. I believe he's up in his office waiting. Okay, muss irgendein Projekt laden und testen, bevor wir öffnen. Ach so, einen Film nochmal checken, ob der läuft wahrscheinlich. Ich glaube, er ist oben im Office, wartet auf mich. Alright, okay. I'm gonna head inside then. Okay, wir gehen rein. Okay, nur für Mitarbeiter, wir sind Mitarbeiter. Leute, Team Nachos oder Team Popcorn? Ich bin echt Nachos ja, und Salsa. Ja, Mann, schreib's jetzt rein. Ich muss sagen, beides ist auch wild. Ja. Oder, boah, es gibt Ben und Jerry's sogar. Alter. Eigentlich beste Kombi, in manchen Kinos gibt's Ben und Jerry's, Nachos und dann Ben und Jerry's. Ja, Mann, da ist süß auch noch. Echt ja, salzig und süß. Feierabend. Wenn's Ben Jerry's wenn ich Schiebe machen würde, genau so. Bei einmal hab ich Popcorn geholt schon. Hab ich gesehen, es gibt Bad Jerry's. Ich so, nein. Boah, aber das ist schon süß, ne? Genau, hätte ich beides. Ich wüsste, ja. Aber manchmal ist beides auch zu viel. Ja. Sonst kleine Popcorn und dann noch Nachos dazu. Ja, safe, safe, safe. Oh. Ne? Phil, Bro. Phil, was geht? Was geht, Bruder? Hey, Phil. Ben told me you needed to see ben me. Ben hat mir erzählt, du wolltest mich sehen. Good evening, Nico. Yes. Guten Abend, Nico. I know I have you running the snack bar today. But I need du machst die Snackbar heute Nacht, aber ich brauche Hilfe beim Filmprojektor sure. heute. What do you need me to do? Okay, was soll ich tun? I need you to grab the footage from Eric down in the basement. And then load and test the film on the projector. Die Aufnahmen holen von Eric im Keller. Okay, Eric gibt's auch noch, er ist im Keller. Und dann laden und testen. Den Film in den Projekt. Everything okay. should be good with it. Alles sollte gut sein damit. I just wanna double check ich wollte sure. nur doppelt checken, ob alles gut ist. Ja, Mann. Okay, hört sich simpel an. Hier okay. geht zu Eric. Noch ein Ding. Before noch eine Sache. You go Bevor du Eric, gehst zu Eric, can you please gather bitte all of the trash den ganzen Müll the trash bin, take it. Der redet. Oder er kratzt gleich ab, einfach so redet er. Wir sollen den Müll noch rausbringen, okay? Sure thing, boss. Natürlich. Awesome. Thanks, Nico. Awesome. Danke. Ich glaube, da braucht ein Snack zu stärken. Ja, Mann. Stabiler PC, Bro. Stabiler Arbeit. Nice. Gemütliche Büro hier. Aber ja, voll der Wald, Mann. Auf jeden Fall. Okay. Oh. Dann gehen wir in den Keller. So, Erik. Wir gehen mal ins Kino rein. Oh, Showroom. Oh. Okay, hier findet die nice. Boah. Vorstellung statt. Ich hab voll Bock auf Kino, Mann. Ein bisschen dunkel, ich mach mal ein bisschen heller.
So. Oh, sieht man viel besser, ey. So, ne? Ja. Okay. Wo ist der Keller jetzt aber? Boah, wie groß ist das? Ja, Mann. Ey, so voller kleine Schuppen. Die Kinos sind auch mal richtig groß. Aber ja. Da denkt man sich auch. Die Quadratmeter, ne? Okay, Frauentoilette. Wir können nicht reinstehen. Abgeschlossen. Wir haben nicht mal Spiegel richtig, Bruder. Was ist das? Okay, Männertoilette. Okay, okay. Guck mal, ob jemand creept. Alles clean. Wir können ja noch den Müll rausschmeißen, meint der Bruder. Bevor wir zu Erik gehen. Ja. Ne? Ah ja, wir müssen erst den Müll mitnehmen. Okay, okay, hier ist dann der Keller anscheinend. Okay, boah, wie groß. Was ist das hier? Quadratmeter AF. Hä? Ist das für ein creepy Raum? Auf Platzangst, die Gänge. Ah, hier ist der Projektor fürs Kino. Stimmt, es muss ja auch so Gänge geben. Stimmt, Mann, ja. Im Kino. Okay, nice. Okay, wir brauchen Kanister, bla bla bla. Loaded into, der Kanister sollte am Tisch nebenan sein. Okay, dann müssen wir, habe ich den Müll nicht gerade mitgenommen? Müssen wir von jedem Mülleimer, glaube ich, noch den Müll nehmen. Ihr müsst 7 Mülleimer finden. Ah, Phil. Okay, wir müssen erst den Müll auspacken. Okay, einen habe ich. Ja, dann ist in dem Ding hier bestimmt auch noch Müll, oder? Ja, sind auch noch. So Wasserspender einfach. Auf OG. So ein Ami-Ding, ne? Ja, Mann. Hier ist auch Müll, zack. Okay. 6 noch. Let's go. Nice. Im Kino gibt's. Ah, hier sind auch so welche. Nice. Im Kino gibt's gar keinen Müll irgendwie, ne? Also bei uns? In Kinos? Wahrscheinlich eher vorne so ein Eingang. Oder so. Okay, noch eine. Mülltonne, was ist das für ein Raum? Kann ich nicht raus. Ah, hier geht's raus. Was haben wir draußen noch ein? Wir chillen noch ein bisschen draußen. Okay, die gehören nicht uns. Jo, Ben, was geht? Können wir Musik anmachen? Was soll mit dem Hubschrauber da fahren? Okay, war oben noch eine? Außer Toilette war eins. Die hatten wir, glaube ich, genommen. Hat der Bruder hier noch einen Müll? Kein Müll hier? Ah, doch hier. Okay. Ich gucke nochmal neben Toilette. Ah, nee, warte. Auf der anderen Seite. Achso, ne, das kleine Kino. Wir haben nur einen Raum einfach. Ey, hauptsache so ein kleiner Kinosaal und wir haben so etliche Quadratmeter, ey. Ah, hier. Okay, nice. Nice. Okay. Öffnen wir mal raus. Wow! Excuse me. Young lady, can you spare some change? Junge Lady, kannst du mir ein bisschen Kleingeld geben? Bruder, mach mal einen Abgang! Creepst du so an, Alter? Like creep es nicht so an, was ist das? Please, young lady. Bitte. Help an old junk get his booze for Mann, Halloween. Alkohol für Halloween zu bekommen. Alkohol für Halloween. Back here. This is du sollst hier nicht rumlungern. Haben wir dir schon gesagt, das Privat-Dings hier, Privatgelände, mach einen Abgang. Forget you! You ugly old vergiss bitch. Du ugly ass. Damn it. I better tell Eric to double check the lock on the gate. I don't know how he keeps getting back here. Wir supporten kein Alkohol. Wir checken lieber das Schloss ab, ob das wirklich abgeschlossen ist. Hätte er gesagt, er will sich Vitamine kaufen. Oh, er hat natürlich gespendet, aber... Abgang, ja. Er ist wenigstens ehrlich, der Bruder. Ja, Mann. Er war ehrlich. Muss man ihm lassen. Der will halt Alkohol oder den nächsten Schuss. Ja. Okay, wir können gar nicht abschließen irgendwie. Okay. Krass, wir können einfach... Ein Stuff Clown hier. Oh. Stabiles Setup, oder? Stabiles Setup. Okay, wir können ja auch das Tor da gerade. War auch so anklickbar. Können wir einfach spazieren gehen? Was ist das denn? Vielleicht müssen wir ja irgendwann abbauen. Ja, Mann. Müssen wir uns merken. Kleiner Schleichweg. Ja. Ja, wir sind angezogen dieser Benz. Der hat die Uniform, ne? Ja. Okay. Okay. Kommt. Oh, jetzt zu Erik, ne? Keller zu Erik. Gucken, wie der so aussieht. Stabile Hantelscheiben, Bruder. Spaß. Erik, ah, hast du hier so viel rumgejist? Was macht der denn hier unten? Oh, ein ganz chilliger Typ. Ey, Nino!
von Lisa. Happy Halloween! Dicker, happy Halloween! Beste Arbeit! Eric, wie läuft's? Du siehst sehr weich aus, Mellow. Weich? Yeah! Nothing's gonna harsh my vibe tonight. That's for sure. Ja, nix killt mein Vibe. Das ist sicher. Let's just say I got my Sagen wir einfach, ich hab meine Hände. High quality brownies. High quality brownies. Brownies. Okay, der gönnt sich Hash Brownies, der Bruder. Du hast nur einen. Deswegen ist er der Typ. Du kannst einen haben, wenn du willst. Vielleicht nach der Arbeit. Also irgendwie muss ich das ja verkraften. Genau, weil sonst könnte ich das nicht handeln an der Snack. No worries. Keine just Sorge. Let me know. Lass mich wissen. Anyway, wie auch immer. Was machst du hier unten? Phil sent me to grab Phil the footage hat mich gesendet, for tonight, so Footage test it zu nehmen the für zum Testen des Films. Phil's always worried about the show. But yeah, it's right Film on the table. Sich nur um it die should be good to go. Aber ja, ist auf dem Tisch. Thanks, Eric. Damit oh, bedient by sein. The way, okay. I ran into that homeless man out back hanging around the homeless, dumpster man. Der Obdachlose war eben da. Hinten am Müll. Ah, bummer. I'll head out back and make sure okay, ich check the das back ab. Gate is locked. Und schließ die Tür ab. Okay, Bro. Ich hoffe, der kriegt das noch gebacken. Okay, wir haben den Film, wir testen den jetzt. Mal gucken, ob es ein creepy Film ist. Blockbuster. Ui, ist auch noch eine Kassette. Hm? Muss ich das da noch reintun? Ich muss das hier noch reintun. Was used? Okay, ist hier drin. Oh, wir haben Inventar. Okay, wir klatschen rein, wir testen, gucken, ob alles gut läuft. Muss man denn den ganzen Film gucken, Alter? Ich glaube, der geht 3 Stunden. Wenn du jetzt den Job machst? Ja. Ja, das ist ein sehr ruhiger Job auf jeden Fall. Ja, Mann. Dieser Glöckrad von Notre Dame? Ja, Mann. Boah, ey, würdest du den Schwarz-Weiß-Film auf 13 auf gar keinen Fall? Es gibt doch so einen, den guckt man an Silvester, war das, oder? Da war mal so ein Bild davon, mit Schachbrettmuster. Ja, genau. Ich hab den nie verstanden, aber... Aber noch zu klein für. Boah, mit 1,50. Vielen Dank. Das ist so dieser... Oder Nosferatu? Ah, Nosferatu. Von SpongeBob. Leute. Das gab's ja wirklich. Ja. Bei SpongeBob war das so eine kurze Szene. Hä, ist Nosferatu ein Horrorfilm? Ich wusste es gar nicht. Das war echt creepy bei SpongeBob. Das ist doch von SpongeBob, Alter. Nosferatu. Diese Nosferatu. Und ich wusste nicht, was das ist. Oder was ist das für ein Film, bitte? Leute, Horrorfilm. Aus den 60ern. Ah, Junge, was ist das für ein Typ? Nosferatu, ja? Boah, ist das... Sieht der aus, Alter? Also ich muss schon sagen, für die 60er Jahre schon ein heftiger Film. So creepy. Ja, damals kam die noch krasser irgendwie, weil die wegen Schwarz-Weiß und diese schlechte Grafik. Kam noch. Dann ist noch gruseliger. Ja. Okay, das war das Test-Footage. Nice, das Test-Footage. Wow. That Test-Footage was actually kind of creepy. Das war creepy. Okay, ich bin hier oben fertig. Ich sollte zur Snackbar gehen und alles vorbereiten für die Show. Und jetzt Snack rein, Bomb. Ja, Mann, Popcorn. Ja, Popcorn auch wilder Snack. Ja. Jerry. Vor allem, das riecht immer so geil, wenn man am Kino vorbeifährt. Ja, kennt ihr diesen süßen Geruch? Richtig süß. Von draußen so, boah, ey. Ja, Mann. Das ist nicht mehr normal. Boah, ich würde jetzt mehr, wenn ich Cheat Day machen würde, würde ich Popcorn. Salzig und süß, geht ja auch beides. Mhm. Ben Jerry und dann Nachos Salz mit Salz. Also, ja. Okay, krass, krass, krass. So weil süße Popcorn, Nachos und Ben Jerry Salz. Ja, und ich will alles direkt. Alle Geschmacksknospen. Ja, Mann. Bis explodiert. Okay, admit guests as soon as they arrive. Okay, wenn Gäste kommen, müssen wir die ansprechen, okay? Okay. Wenn die drin sind, sollen wir deren Bestellung an die Snackbar bringen. Okay, switchen. Zwischen Nika an der Snackbar und Ben an der Box Office. Achso, wir können zu Ben wechseln, da können wir schon mal gucken, wer kommt. Ach, krass. Okay, admit guests as soon as they arrive. Achso, wenn die da schon sind. Okay. Kriegen wir schon hin. Wird schon hin. Ach, hier können wir switchen zu Ben. Ey, wo ist denn das Ben, Dicker? Mann, empfangen wir die erstmal hier. Oh, da kommt schon jemand angejaxt. Jo, er kommt mit kurzer Hose, Bruder, an Halloween. Jo, achso, ist Halloween. Ich dachte, was hat der auf dem Kopf? Ist da warm, Bro? Hallo, kann ich ein Ticket, bitte? Aber welcher Film, Bruder? Klar, okay, es gibt... Ah ja, wir haben nur einen Film. Nur einen Film. Natürlich, einen Moment. Hier, Bruder. Bigash. Gönn dir, Bruder. Fett Geld gemacht. Okay, wir müssen switchen. Es geht, Bruder.
Oh, shit. Jetzt wird es nächste Jahr. Okay, er will ein Rootbeer Soda. Kommt sofort. Er will richtig einen Cheat-Day machen. Soda, Rootbeer Soda, Rootbeer Soda. Okay, was ist Rootbeer? Richtig. Was ist Rootbeer nochmal? In Deutsch. Oh, Ginger Ale gibt's da auch. Ginger Ale auch, willst? Oh shit, ich hab irgendwas ausgemacht. Oh, nackt das da unten schon, sehe ich. Kann ich das nicht hier abstellen? Okay, eins. So, Hotdog mit Condiments. Hotdog mit Kondom, Bruder? Das sind Hotdogs? Ich will auf jeden Fall richtig rein. Butter! Der Bré. Dein Erzfeind. Verdammt, Bruder. Der auch schon lange nicht mehr hier zu sehen war. Oh, Hotdog-Brötchen. Ah, hier, perfekt. Krass, Hotdogs im Kino, Orwell. Oh, krass. Oh, wir bauen das. Auf jeden Fall lecker. Das, das, das. Frisch, warm sogar. Dampfen Hotdogs. Mit noch was. Es ist Condiments. Condiments. Was ist Condiments, Bruder? Was ist das, Leute? Statement. Sind das Zwiebeln? Röstzwiebeln oder sowas? Soll ich Ihnen das jetzt einfach reinkosten? Guck, was du zur Verfügung hast. Hier, Bruder. Oh nein. Er wird verärgert sein. Wir haben irgendwas vergessen. Condiments. Was ist das? Irgendwas gehört das zum Hotdog? Ja. Ach so, hier Senf oder so. Okay. Ich hab reingeklatscht. Hat's ein bisschen pervers angehört. Okay, hier, Bro. Dann Cheesy Chips, Käsechips. Hier, Bruder, Cheese. Und Schokoladen. Bruder, der gönnt sich richtig, Bruder. Der macht richtig fett. Schokoladen-Eiscreme auch noch drauf. Ja, so schwierig reinbuttern. Was macht der hier mit uns, Alter? Okay, wir brauchen wahrscheinlich einen Becher. Chocolate-Eiscreme. Oh, wild. Wilde Eiscreme. So, Bruder, hier. Der will sich totfressen, mal Film gucken. Guten Cheat der dir, Bruder. Ben war vorhin im Chat und hat geschrieben, dass er in Spanien ist. Ach, witzig. Hab ich gar nicht gesehen. Echt? Ah, krass. Sehr aufmerksam. Grüße an Ben auf jeden Fall. Grüße. Falls du das hier siehst. Und sehr und aufmerksam. Schönen Urlaub. Okay, war nur ein Kunde. Da hinten steht so ein Creep, ne? Mewitch. Aber vielleicht steht random. Leute, wie die immer so winken, ey. Hallo, ein Ticket bitte. Kein Problem, einen Moment bitte. Der Bird schreibt auf jeden Fall. Ich schwör, ne? Einer will gleich hier aufs Ganze gehen. So, dicke Batzen abkassiert. Hau rein, Bruder. Wilde Playlist, ich hoffe, es ist kein Copyright hier. Wir hoffen fürs Beste. Hallo, diese Snacks bitte. Okay, Popcorn, easy, Bruder, easy. So, brauchen Buckets. Hier nur eine Größe. Let's go. Erstmal eine Tonne Popcorn. Haben wir nämlich da Popcorn gegeben? Was will er noch? Popcorn. Schokolade, Eiscreme. Macht auch einen guten Shit, ey, der Bruder. Oh shit, falsche Eiscreme. Oh, eingeschissen. Die lassen wir stehen für den nächsten. Genau. Ich hoffe, die schmilzt nicht. So, das. Bam. Und ein Getränk, ne? Cola Soda. Wild, wild, wild. Kommt sofort. Cola Soda, Bro. Let's go. Kein Mensch. Das ist gar kein Mensch. Ach so, vielleicht schon. Oh, da kommt, ein ganzer Bus. Boah, Leute. Oh, jetzt kommt, jetzt kommt hier wieder ein Van an. Das ist ein Eiswagen. Alter. Der Perch? Das war komisch. Das war echt weird. Oh shit, wir brauchen Security gleich hier oben, Alter. Er ist auf Brownies irgendwo da unten am Chillen. Ja, Mann. Der muss mal ganz schnell hochkommen. Erik, der muss mal hoch. Erik, Bro. Der gönnt sich da ordentlich Brownies. Oh, und dein Schutz hier oben, Bruder. Ist hier wirklich Perch-Vibes. Okay, zwei Kunden bis jetzt noch. Unser Kino läuft ja richtig heftig, zwei Kunden. Ja, ein Halloween hätte ich mir jetzt. Oh, was? Lol. Oder was? Oder ist das jetzt der Obercreep? Stefan, wir denken so, der im Wagen und der ist der Creep. Guck ihn dir an, Alter. Alter, wie willst du eigentlich so einen Film gucken mit so einem fetten Arsch? Ein Ticket. Digga, was soll das werden jetzt? Ja, tschüss. Okay, wir wollen nicht judgen. Hier, Bruder. Wildes Kostüm auf jeden Fall. Würde ich am besten ausziehen vor dem Film. Ja, man wird schon. Dann schwitzt da noch einen ab, so, Bruder. Mein Geld. Vor allem, wenn du die warmen, dampfenden Popcorn hier reinbombst. Er hätte aber weniger Geld gegeben, Bruder. Ey, wir wollen mit Drogen. Das so stimmt. Ich weiß ja nicht. Okay, Cola Soda. Oh shit. Da haben wir nochmal 20 Euro aus. Das der von. Oh, Erdbeereiscreme haben wir schon vorbereitet. Oder hat auch Shit Day. Boah, wenn du im Kino fette Hotdogs anbieten würde, würde ich gleich auch was passieren. Sau wild. Tortilla Chips. Oh, und Nachos. Gute Nachos Wahl, muss. Oder? Gute Wahl. Starker Snack. Viel Spaß beim Film. Okay, Leute, mal gucken, ob jetzt wieder ein Creep kommt. Okay. Drei Kunden. Bis jetzt zufrieden im Kino. Okay, wir haben ja eben erst aufgemacht, ne? Mhm.
Midnight Horror Mania Mirage. Oh, da kommt jemand. Ein Besen in der Hand. Wow, Harry Potter oder was? Einfach eine Hexe. Das ist ein Typ oder eine Frau? Frau. Wildes Kostüm? Ganz wild. Bisschen kurz, aber. Also, kannst du ein Ticket? Kein Problem. Ein Spot. Aber wilde Tickets, ja? So eine Maschine, ja? Mal sehen, was die so leckeres cheaten will heute, ne? Aber krass, dass sie alle einzeln kommen. Ja, Mann. So. Oh, sie will. Okay, Rootbeer Soda. Was war Rootbeer jetzt? Ist das Bier oder ist das dann so? Ja, ich glaube echt ein Bier. Ich glaube echt. Als ob. Beerensaft oder so. Vanille-Eiscreme. Ja. Nice. So, und noch. Oh, Schokolade. Oh, die wäre richtig süß, ne? So Eis und Schokolade. Welche Chocolate Bar will sie? Gnarls Chocolate Bar, hier, Gnarls. Rootbier ist Fassbrause, also sehr süß, ne? Ah, sowas. Die will auf jeden Fall einen guten Zuckerschock genehmigen, ne? Und Erdbeer ist auch noch, ja, Mann. Die will den Blut, die Blutzuckerspiegel bis zum Mount Everest. So, bitteschön. Viel Spaß, mein Film. Viel Spaß. Enjoy, enjoy. Yo! Alter! Was ist mit dem? Wo der geguckt hat? Ey Leute, sind jetzt hier mehrere Creeps. Oder war das der aus dem Bus? Kann man nicht sagen, ne? Das war der aus dem Bus. Das war der, ne? Boah. Der hat irgendwo geparkt hier. Ey Leute. Oh nein. Der hat schon eben gestalkt. Mein Gott. Ey, wir müssen im Auge behalten. Hör, da hinten ist das. Oh, nicht, dass er den packt jetzt. Da kommt ein Kunde, Stefan, wir sind jetzt Zeuge, wie der den packt. Der packt den. Das ist Teletubby einfach. Ey, ist das nicht dieser eine? Tinky Winky, Bruder. Bernie, kennst du auch Bernie? Tinky Winky, Bruder. Das ist Teletubby. Ach so, das ist Teletubby. Ja, weil er so lila war. Aber Leute, wer kennt diesen Bernie noch so? Lila. Ja, der war lila. Ja, Mann. Junge. Das haben früher echt mal geguckt, immer vor Schule oder so. So, kennen die vielleicht die neue Generation gar nicht mehr. Viel Spaß. Mal gucken, was der Gute schieben will. Und den behalten wir im Auge, ey. Oh, shit. Bruder, dreimal Eis? Crazy. Alter. Ja, der ist wahr in dem Anzug. Die will halt Eis, ne, zur Abkühlung. Stimmt. Dew oder was ist das? Mountain Dew? Was? Oh, ist echt Mountain Dew. Mountain Dew. Sehr süßes Getränk. Ja, man, Mountain Dew. So, ich denke mal jede Sorte einmal, jawohl. Eins, zwei, drei. So, klatsch direkt. Bam, bam, bam. Mit dem Cheat Day. Geld, ja. Die gönnt sich hart. So, viel Spaß. Enjoy. Ja, du musst schnell essen, weil ich will. Okay. Nein, jetzt haben wir gleich mal in den Kinosaal. Komm, ich will mal sehen, wie die alle sitzen mit ihren fetten Anzügen. Ja, Mann. Aber geht die Vorstellung überhaupt los? Wir haben gar keine Uhr. Ich hoffe, er ist ja gleich hier einfach so drin oder so. Alter. Einfach. Ja, der geht als Backrooms. SEK einfach. Ein Ticket bitte, kommt sofort. Viel Spaß beim Geht als Bruder. Ninja oder so, ey. Danke für die Rex. Hau rein. Switchen. Keiner kommt. So. Was darf sein, bitte? So, er will eine Dew-Soda. Okay. Dew-Soda. Da Nüsse. Nüssebar. Oh, gut. Nice Snickers. Wild. Einen anderen Schokoriegel. Und Tortilla-Chips. Wild. Komm, will der Snack? Will der Snack? Gönn dir, Bruder. Viel Spaß, Herr Film. Okay, switchen. Oh. Wow. Ey, die Elektrizität funktioniert nicht. Ich schwöre, ich hab die Lampe erst ein paar Tage ausgewechselt. Ich check besser den Lichtschalter. Achso, hier. Barney war für mich Horror, der hat mir Angst gemacht. Also jetzt, wenn man die ganze Horrorfilme kennt. Ja, Mann, jetzt? Maximal creep, ey. Komplett creep. Oh mein Gott. Woher kommt das? Ey. Oh nein. Jo. Oh. Krank. Lass uns hier raus, Bruder. Warum sind wir eingesperrt? Der ist sehr creepy, Mann. Okay. So mit dem Ding jetzt machen. Worauf bezogen? Gerade versteckt irgendwie? Warte, hast du davor die 20 Euro vorgelesen? Doch, hab ich. Das ist von Terrifier? Hm? Okay. Was von Terrifier? Ah, dieser Clown, ne? Ah ja, genau. Genau, aber ich glaube, Terrifier habe ich nie gesehen. Hast du den gesehen? Ich hab den, glaube ich, doch gesehen. Aber das sah war richtig, so, dieser Clown sah richtig creepy der aus. Der war aber so richtig grässlich. Wow! Alter. Shit, man. Junge, was ist mit ihm? Das ist komplett erschreckt. Cooles Kostüm. Willst du ein Ticket? Ja. Okay, wir denken, es ist ein Kunde.
Anyway. Okay, sag ich. It's $7 for a ticket. Mal, 7 Euro. Einer der besten Tickets bisher, Kostüme. Ob der jetzt bezahlt? Was macht der da? Was hat er gemacht? Was jetzt? Hä? Hey, Luftballons? Aha. Very funny. Sehr witzig. But if you want Wenn to du see den the movie, Film gucken willst, you need cash, man. Brauchst du Cash. Bro. Okay, noch ein Trink. Warte, ich hab noch was auf Lager. Was kommt jetzt, Mann? Okay. Wow. What the fuck is that? Was ist das? Gedärme von den Menschen. Take your shit. Nimm deinen Scheiß zurück. Weirdo, verdammter Creep. Bevor ich die Polizei rufe. Alter, der ist so schlecht. Was hat der denn geklatscht? Ich lasse doch kein Geld da. Ich schlitze dich gleich auf. Alter. Oh, shit. Now I need to clean up this okay, mess. Ich muss das hier aufräumen. What the hell even is this? Was zur Hölle ist das? Ist nur, it's just a fake ich hoffe, es ist nur Halloween-Blut. Okay, wir sind ganz optimistisch, dass das nur so eine Kunstblutgeschichte ist, aber... Und ja, Mann, dieser... Damn it! There's gotta be some fucking... Boah, das ist der Obdachlose. Wir sind einfach der Obdachlose. Okay. Okay, wir sind anscheinend auf der Suche nach einem Schuss. Ja, wir sind so auf der Suche nach Alkohol. Kleingeld. Egal was. Crack. Hero. Crystal. Ich sneak uns rein, jetzt kommt Abdachlos einfach. Aha, immer noch nicht abgesperrt, der Typ. Mhm. Nein, hier ist zu. Okay. Gib. Hä? Wow. Ist das der Eisvan von dem Creep? Ey, vielleicht machen wir jetzt voll die krasse Entdeckung. Was geht ab? Oh, Bier! It must be my lucky day. Mein Glückstag. Oh. Wir haben Glück. Wow. Oh, shit. Ach so, das ist die Vorgeschichte, wie der das Gedärm bekommen hat, ne? Ah, ja, Mann. Oder was auch immer das war, eine Milz, Leber. Was ist dein Herz? Das war für einen Obdachlosen, was er da hingelegt hatte. Alter, das war gerade die Vorgeschichte. Mann, der Penner. Ach, wir sind jetzt Erik. Blablabla. Ich sollte gucken, ob das Gitter blockiert ist. Okay, wir gehen. Leute, wir sind bei Erik, ey. Wir sind jeder einmal. Erik, okay, können wir eine Wache nehmen oder so? Nicht, dass wir auch sterben jetzt. Ja, meine Clown treibt zum Unwesen. Wir müssen aufpassen. Oh. Boah. Alter. Oh, oh nein. Shit, Mann. Alter. Boah. Ist das Blut? Das führt zum Park. Ey, der hat immer noch den Wagen stehen da hinten links. Ich hoffe, der Penner hat sich nicht selber verletzt. Ich gucke lieber, was abgeht. Okay, ist überall Blut. Was ist mit ihm passiert? Oh, Jesus. Das Blut, was hier passiert. Ich gucke lieber. Oh, shit. Alter. Yo. Was zum. Was? Der hat den komplett auseinandergegriffen. Ist das ein Feuerwerksböller? Der hat den Penner auseinandergenommen, Alter. Ach du Heilige! Boah, der Kopf einfach ab. Was steht da? Das ist einfach nur ekelhaft. Trick or treat. Süß oder saures. Hätte saures bekommen, der Bruder. Oh mein Gott. Shit. Den Clown meint's ernst, ne? Oh nein, der Arme. Ja. Oh, nicht, dass jetzt reingesnickt ist in der Zeit. Alter, ja, Mann. Das Kino auseinander. Ey, sein Wagen ist immer noch da rechts, ne? Ja, wir gehen da mal hin, aber. Lass kurz gucken. Ist da rechts eigentlich eine Tür? Was ist das? Alte Eiscreme. Was macht dieser alte Eiscreme-Truck hier? Okay. Der ist safe gerade reingegangen. Ja, Mann. Mist, ja. Wow, Alter! Yo! Yo! Oh mein Gott! Nein! Digga, das war's für Erik! Nein, Erik! Oh, oh nein! Alter. Nein, nur noch Ben! Alter! Und Nia! Scheiße! Oh shit! Oh shit! Crazy, man, es ist vorbei für uns gewesen! Hä? Das war die Demo! Ach, das war's! Bro, man war jetzt voll drin, oh, ne? Oh, schade!
Oh, krass. Ging gerade so erst los. Ich war gerade voll drin, Leute. Wir haben noch nicht mehr ein Kino gestartet und so. Ja, ja, die ganzen Kunden und so, ne? Shit. Boah, aber eins muss ich sagen, die haben das so gemacht, dass man so Bock auf die Vollversion hat. Ja, Mann. Fetten, ultra fetten Daumen hoch, wenn wir die Vollversion zocken sollen. Dann machen wir das 100%, weil was für die Kunden im Kino. Ja, da, boah, die. Der startet dann locker ein Massaker drin. Mit der Abschlachten. Genau. Wäre geil, wenn man da noch irgendwie Waffen hat oder so ein bisschen. Ja, aber hat Potenzial, das Game. Oder unser Chef, der da oben ist. Stimmt, der ist auch noch seine Kehle wird auch noch ordentlich. Ja, Mann. Hat mies Potenzial. Leute, Daumen hoch, wenn wir das Vollversuch zocken. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und kein Video zu verpassen, Leute. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch ab. Link in der Beschreibung. Ist Bescheid. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!